Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute grüße ich euch aus Italien, genauer gesagt aus den Dolomiten und noch genauer gesagt von dem wohl bekanntesten Fotospot aus den Dolomiten, nämlich von Sicela. Und das ist jetzt hier der Aussichtspunkt, den ich mir jetzt hier mal ausgesucht habe. Die Sonne wird bald untergehen. Der einzige Nachteil heute ist, es ist zwar wunderschönes Wetter, aber für mich eigentlich fast ein bisschen zu schön, denn wir haben keine Wolken am Himmel. Und das ist so ein kleiner Nachteil, wie ich finde. Aber ich denke trotzdem, dass wir ganz gut arbeiten können. Ich habe jetzt hier mal mir die Kamera so aufgebaut, dass wir hier im Vordergrund noch so ein paar Blumen mit drin haben, damit wir auch schön Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund haben. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal in einem Hochformat fotografieren und dann mal schauen, was dabei rumkommt. Ich fotografiere wie immer mit meiner D850. Ich habe vorne drauf diesmal das 24 bis 70 mm Objektiv, bin im Moment bei 24 mm. Und werde dann wahrscheinlich gleich noch ein paar Filter drauf packen, also zumindest einen Verlaufsfilter, weil der Berg oben halt schon doch noch ziemlich doll angestrahlt wird und im Vergleich zum Vordergrund dann doch einfach noch ein bisschen zu hell ist. Der Weg hier nach oben ist eigentlich relativ einfach. Man muss 25 Euro bezahlen und dann kann man hier mit der Gondel nach oben fahren und dann ist es eigentlich ja, vielleicht noch 10 Minuten laufen, bis man hier oben an dieser Spitze ist. Von daher ist das sehr, sehr einfach zu erreichen. Das einzige Problem ist, die Gondeln fahren nur von morgens 8.30 Uhr bis abends 17.30 Uhr ungefähr, zumindest jetzt im Sommer. Und da hat man natürlich das Problem, dass man sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang nicht erleben kann, um gleichzeitig Gondel hoch und wieder runter zu fahren. Das heißt, ein Weg muss man entweder wieder runterlaufen oder man übernachtet hier oben. Übernachten hier oben ist relativ teuer, wie ich finde. So, was ich recherchiert habe, war es mir zu teuer. Also ich wollte jetzt nicht in der Hütte hier oben schlafen. Deswegen werden wir dann nachher wieder runterwandern. Laut Google Maps sind das ungefähr 3 Stunden, die man da runterwandert. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber ich denke mal, mit Kopflampen und so weiter wird das schon ganz gut funktionieren. Der Polfilter, den ich jetzt vorne drauf gemacht habe, der bewirkt, dass das Grün hier im Vordergrund noch ein bisschen saftiger aussieht und auch der Himmel im Hintergrund noch ein bisschen mehr Farbe bekommt, wobei das schon echt gut aussieht. Da kann ich jetzt hier immer noch so ein bisschen weiter dran drehen und den Effekt dann immer ein bisschen weiter verschieben. Dadurch, dass es hier bei 24 mm ist, geht das noch einigermaßen. Man hat trotzdem bei weitwinkligen Brennweiten immer das Problem, dass der Polfilter nicht über das gesamte Bild angewandt wird, beziehungsweise der Effekt von dem Polfilter. Deswegen muss man aber so ein bisschen gucken, aber bei 24 mm geht es schon einigermaßen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch so einen Verlaufsfilter von oben mit reinbringen. Das ist jetzt ein 3-Stop-Filter, bedeutet, dass er hier ganz oben 3 Blendstufen abdunkelt und ganz unten ist er halt komplett durchsichtig, da passiert gar nichts mehr. Und dadurch kann ich jetzt die obere Bildhälfte, wie gesagt, noch so ein bisschen abdunkeln. Ich fotografiere jetzt hier nicht gegen die Sonne, aber trotzdem ist der Berg natürlich oben sehr viel mehr angestrahlt als unten. Und das versuche ich jetzt hier noch so ein bisschen auszugleichen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt ist der Vordergrund und der Hintergrund schön ausbalanciert und wir haben ein Bild, wo wir alles perfekt drauf bekommen. So, ich habe jetzt hier die Kamera mal noch weiter nach unten gepackt, das Stativ so weit es geht irgendwie zusammengepackt, weil ich habe jetzt hier direkt vor der Kamera, ungefähr 20 cm davor, hier ein paar Blumen im Vordergrund und dadurch wird das ganze Bild noch dreidimensionaler. Das heißt, ich habe den Vordergrund noch mehr an mich rangeholt und noch mehr Distanz zwischen Vordergrund und Hintergrund gepackt und dadurch kriegt das Bild halt wesentlich mehr Tiefe. Jetzt kann man sich überlegen, möchte man den Vordergrund unscharf lassen oder möchte man Fokus-Stacking machen und somit das komplette Bild scharf bekommen. Ich fotografiere jetzt hier mal mit einer Blende 8
Und selbst mit einer Blende 22 würdest du nicht den Berg und die Blumen hier direkt vorne scharf bekommen, weil die einfach zu nah dran sind. Das heißt, man macht in dem Fall ein Fokus-Stacking, bedeutet, man verschiebt den Fokus immer weiter. Die Kamera muss auf dem Stativ stehen und dann macht man eine Aufnahme und verschiebt den Fokus danach immer ein Stück weiter. Ich habe jetzt insgesamt 12 Fotos gemacht, wo ich den Fokus immer weiter auf den Vordergrund gesetzt habe, habe ganz hinten angefangen und habe mich nach vorne durchgearbeitet. Und das kann man dann später in Photoshop zusammensetzen und dann hat man von vorne bis hinten ein komplett scharfes Bild. Oder man nimmt halt nur ein Foto davon, wo halt die Blumen komplett unscharf sind. Da habe ich jetzt auch mal ein paar Bilder gemacht, wo ich tatsächlich dann auf Blende 2.8 gegangen bin, auf den Hintergrund fokussiert habe und dadurch sind die Blumen im Vordergrund natürlich sehr unscharf, was aber auch ein ganz cooler Effekt ist, gerade wenn so ein bisschen Farbtupfer im Vordergrund sind, die dann einfach nur als unscharfe Blumen zu erkennen sind. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und es würde mich mal sehr interessieren, welches der Bilder euch am besten gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr gerne mal in meinem Online-Store vorbeischauen. Dort gibt es alle Videotrainings zum Thema Bildbearbeitung, Photoshop, Lightroom, Luminar und vieles mehr. Also schaut da gerne mal vorbei und ansonsten natürlich auch bei Instagram. Ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder sehe und bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.